Bundesnationalrat hat uns sehr freundlich empfangen, die Unterschriften entgegengenommen, überprüft, ob der erste Unterzeichner auch tatsächlich im zentralen Meldregister aufgeführt ist. Und die Sache geht in Ordnung. Was ganz wichtig ist für euch, erstens einmal haben wir sowieso schon genug Unterschriften eingebracht, damit das behandelt werden muss. Es sind derzeit 11.000. Ab Mittwoch nächster Woche kann man auch online unterzeichnen. Und wir streben natürlich ab, dass möglichst viele Unterschriften zusammenkommen. Da vorne rein auch 100.000 Unterschriften. In die Richtung wollen wir kommen, damit wir auch einen starken Schub hinter das Ganze zusammenbringen und der Nationalrat auch wirklich bis zum Sommer die erforderlichen, klaren gesetzlichen Regelungen erlässt. Bis zum Sommer ist wichtig, weil dann sind wollen und dann zahlt sie wieder alles ewig. Ja? Also es ist wichtig, dass wir wirklich bis zum Sommer hier ordentliche Lösung zusammenbringen und wir werden uns demnächst mit den Finanzsprechern der Fraktionen zusammensetzen und auch mit Mitgliedern des Petitionsausschusses, dass da nichts zu lange aufgeschoben wird und es rechtzeitig auch zu einer Lösung kommt. Über diese Möglichkeit der parlamentarischen Bürgerinitiative und wie es jetzt dann weitergeht, werden wir im Laufe dieser Stunde noch einiges hören. Zwischen mir und dem Heini Staudinger hat jetzt Ausstellung genommen Weltenwanderer Gregor Siebel. Gregor ist nicht nur der Testpilot der Waldhüttler-Schuhe, ich glaube, er ist von an die 30.000 Kilometer mit Waldhüttler-Schuhen unterwegs gewesen. Gregor ist auch am letzten Sonntag, also vor 5 Tagen, vor der Schuhwerkstatt in Schrems gestartet. Das sind über 160 Kilometer hierher. Sie haben zu dritt begonnen. Es sind dann täglich mehr Marschierer und Wanderer geworden und er hat an die 300.000 Schritte hier mehr bürgerlich bis hierher nach Wien zurückgelegt. Gregor und vor allem im Gehen entstehen ja wichtige Gedanken. Davon wird uns Gregor ein bisschen was erzählen, aber ich glaube ganz aktuell die Schlussetappe, die hatte es heute in sich. Ja, grüß euch, schön, dass ihr da seid. Wir sind zu Fuß von Schrems hergegangen. Am Anfang war der Michael und der Wilfried noch mit dabei. Dann sind wir immer mehr geworden, heute sind wir schon über 20 gewesen. Und es ist so eine unglaubliche Stimmung, es wird immer stärker, wenn man geht mit jedem Schritt. Mehr Kraft, vor allem, wenn man dann Waldviertler-Schuhe keinen tragen kann, dann macht das gehen auch nur frei. Und wir haben uns gedacht, und das erzähle ich jetzt aus aktuellem Anlass, weil es für euch vielleicht spannend ist, weil es einiges über unseren Staat aussagt. Wir sind, bevor wir da hergekommen sind, nur zur Finanzmarktaufsicht eingegangen beim Portier und haben gesagt, wir möchten euch herzlich zu dieser Kundgebung da einladen, weil es geht auch um euch. Woraufhin ein Sicherheitsbeamter gekommen ist und hat gesagt, nehmen Sie diesen Stock weg, das ist eine Terrorwaffe. Woraufhin ich gesagt habe, das ist ein Wanderstock. Habe aber dann gleich einmal einen Freund gebeten, dass er mit dem Stock rausgeht. Sie haben dann die WEGA angerufen, das ist die Antiterrorbehörde. Das ist nicht die normale Polizei, das ist die norwegisch wildere Polizei. Und da ganz hinten, kurz vor dem Parlament, haben sie uns alle aufgehalten. Es waren ca. 20 WEGA-Beamte, haben unsere Personaldaten aufgenommen und haben gesagt, sie sind auf einen Antiterror-Einsatz wegen meinem Wanderstock. Und das ist unglaublich! In welchem Staat leben wir? Ich habe mir die Frage gestellt, ob es nächstes Jahr am 6. Dezember alle Nikolaische wegen Antiterror-Kommando verhaftet werden. Wir waren bitte gut und friedlich. Aber das war jetzt nur so ein Anlass, was ich sagen wollte. Im Gehen ist eine unglaubliche Kraft. Warum deswegen?
weil wir, glaube ich, in der heutigen Zeit alle so schnell unterwegs sind und wenn wir wieder langsamer werden, dann haben wir Zeit, uns auf dieses Wesentliche zu besinnen. Dann fangen wir an, diese